Was sollen wir heute Abend essen, Haruka-chan? Gute Frage. Ich frage mich, wa was die anderen haben wollen. Oh, Izumi-chan. Hast du das neue Spielzeug von Mama gekauft? Er muss so glücklich sein. Oh, das? Die waren alle ausverkauft. Und was mit den 500 Yen? Oh, ich und meine Freundin haben es benutzt, um Süßigkeiten zu kaufen. Das war so gut. Was ist los, Shiro? Mehr Hausaufgaben? Nee. Ich hab die Hausaufgaben eingehändigt. Aber mein Lehrer wurde echt sauer, weil es keine 400 Wörter waren. Er hat mir Nachsitzen gegeben. Ich wusste gar nicht, dass es eine bestimmte Länge sein sollte. Aber es stand auch ganz oben auf der Seite. Versuch doch wenigstens richtig zu helfen. Das ist nicht nett, Shiro. Ayako-chan hat sich extra die Zeit genommen, um dir zu helfen. Du solltest dir dankbar sein. Ayako-chan. Ayako. Ayako, warte. Haruka, was ist denn los? Nun, wo ist Ayako? Halt mal zu. Was ist los, Onkel Cass? Es geht um Ayako. Was ist mit ihr? Die Kinder müssen sehen, wie viel Ayako für sie macht. Sollte eins mit ihnen reden. Oh Mann, jetzt zieht dann die Scheiße nicht in Länge. Nun, wer ist dran? Ja, Shiro als erstes auf jeden Fall. Shiro, als du gestern Abend Hilfe brauchst für deine Hausaufgaben, was hast du denn getan? Ich habe Ayako-chan gefragt, aber kein Aber. Sie hatte selber Arbeit, um die sie sich kümmern musste, aber sie hat dir trotzdem geholfen. Und was hast du heute zu ihr gesagt? Nun, wer ist jetzt dran? Mitsu. Ja? Erinnerst du dich noch an den Schrein, in dem du verwickelt warst? Weißt du noch, wer sich bei den Eltern entschuldigt hat, des Jungen? Warte, das war Ayako-chan. Genau. Das musste sie nicht tun. Es war nur ein kleiner Kampf. Ja, ein kleiner Kampf, bei dem ein Knochen vom anderen Junge gebrochen wurde. Das Einzige, was es nicht noch schlimmer gemacht hat, war die Entschuldigung von Ayako. Oh. Deswegen hat sie mir aber gesagt, dass ich mich entschuldigen soll. Koji. Was ich? Du. Ayako hat sich immer um dich gesorgt, wenn du verletzt wurdest, wenn du Baseball gespielt hast, nicht wahr? Wie oft hast du dir dafür gedankt? Nun. Taichi. Was? Erinnerst du dich noch, als du ohnmächtig wurdest wegen deiner Buckwheat-Allergie? Ja. Weißt du noch, wer den Arzt für dich gerufen hat? Es war Ayako. Ich dachte, es wäre Haruka gewesen. Izumi. Ayako hat dir 500 Yen gegeben, damit du ein schönes Spielzeug für Mami kaufen kannst. Weißt du, wie meinst du, hat sie sich gefühlt, als du ihr einfach erzählt hast, dass du nur Süßigkeiten damit gekauft hast? Dass du stattdessen halt Süßigkeiten gekauft hast. Eri. Ja? Du und Ayako hatte diesen Streit. Weißt du noch? Aber sie hat dich nicht gehasst. Sie hat dir direkt vergeben. Und hat dich immer noch gleich behandelt, nicht wahr? Ja. Riona. Ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wer hat dir diese Klamotten gegeben? Nun, es war Ayako-chan. Und? Sie hatte das gekauft, weil sie wusste, wie diese Brandspuren an deinem Arm peinlich waren. Ich glaube, ihr seht gar nicht, wie viel Ayako für euch tut. Und ihr seid nicht dankbar dafür. Aber wir sind eine Familie, nicht wahr? Wir sollten für die anderen da sein. Da stimme ich zu. Und nun, findet Ayako.
Ist okay, Uncle Cass wird sich, also find, ich finde, jetzt suche ich Ayako. Ist okay, Uncle Cass wird sich zurückbringen. Und dann zeigt ihr alle, wie dankbar ihr seid. Zeit, Ayako nach Hause zu bringen. Sie müsste in Downtown sein. Alter, was bist du denn? Was ist sogar hier oben? Ganz vorsichtig, nicht Ayako anspatzen.
Das war auf jeden Fall mal eine interessante Chase-Sequenz. Und eine ziemlich lange sogar. So, aber jetzt haben wir sie. Und jetzt hoffen wir mal, dass die anderen sich auch entschuldigen, damit das ganze Problem nicht gegessen ist. Ja. ちゃん、いつもありがとう。僕からはこれ。ん?これは?ごめんなさい。いつも本当にありがとう。はい。これ。みんな。しばらく彩子ちゃんが休めるようにって。 みんなで考えたんだよ。最後は俺から。宿題、お手伝い券。いらねえ!できねえくせに!綾子に迷惑かけてどうすんだ?何?ありがとう。みんな、ありがとう。 Morning Glory ist echt zusammengekommen, um Ayako zu trösten. Ich habe das Gefühl, dass sich alle jetzt ein bisschen besser verstehen werden. Aber ich habe immer noch nichts von Tamiya gehört. Er sollte mir doch anrufen. Er sollte mich doch anrufen heute. Ahoi, Brüder. Oh, gut, ich sehe Nakahara. Wie waren deine Tests? Oh, die waren perfekt. Habt ihr alle bestanden? Scheint, als würde es nicht mehr lange dauern, bis ich wieder laufen kann. Ja, nur wenn du dich genug ausruhst, Boss. Du solltest eigentlich jetzt im Bett liegen. Ach, ich kann ruhen, wenn ich tot bin. Ich glaube, ihm wird's gut gehen. Kirio? Ich bin's. Tamiya. Ich habe schon lange. Ich hab auf dich gewartet. Wo ist Thoma? Ach, sein Meeting hat jetzt gerade erst aufgehört. Mein Informant scheint zu glauben, dass er auf seinem Weg ist, zu feiern mit einem Drink. Wahrscheinlich mehr als nur einen. Verstanden. Ich frage mich aber, wenn ihr doch Thomas seht, warum sagt euer Typ nicht einfach ihm, was los ist? Es wäre doch der einfachste Weg, ihn zu beschützen. So, wenn man seine Identität zeigen würde, dann würde das. Ja, okay. Probleme verursachen. Außerdem vertraut Thomas uns sowieso nicht mehr. Es war seine Entscheidung zu gehen. Also stimmt. Er würde wahrscheinlich gar nicht auf euch hören. Okay, was ist der Plan? Wisst ihr, wo er zum Trinken gegangen ist? Er hat Smachi, wahrscheinlich. Welche Bar? Habt ihr irgendeine Ahnung? Ja, da gibt es endlich, ja. Er ist von A nach B oft gegangen, als er mich dorthin gebracht hat. Wenn ich darüber nachdenke, da war diese eine, die er mehr als alle anderen liebte. Ah, eine Bar mit Pole Dancing, okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Eine Pole Dancing Bar, hat Smachi verstanden. Bitte, Kirio. Thomas verdient das Schicksal nicht. Ich werde mich darum kümmern. Stoppt ihr dieses ganze Resort-Zeugs da? Darum musst du dir keine Sorgen machen. Im Gegensatz zu anderen Politikern heutzutage stehe ich zu meinem Wort. Bin froh, das zu hören. Versteht das, Tamiya? Eine Pole-Dancing-Bahn hat Smachi, ja. Alles gut, Aniki? Ja, Tami hat mir gerade gesagt, wo Thomas ist. Dann heißt es wohl, dass du gehst, nicht wahr? Ja, das ist der Plan. Könnt ihr auf die Kinder aufpassen, während ich weg bin? Ach, keine Sorge, Aniki. Wir passen auf sie auf. Pass du auf dich auf.
Werde ich. Hatsumachi Pole Dancing da. Ja, ich denke mal, das Pinke sind wahrscheinlich die Bars, nicht wahr? Dann ist es vielleicht die hier. Nani? Oh, was willst du denn? Gangster, ja. Boah, voll ins Glas. You can hammer an A with this effect. With this dance piece. Ja, das habe ich ja schon mal versucht. Das ging ja nicht. Also, ha. Boah. Flawless. Enter halt mal. Mika. Tsuya Mika des. Shitsurei shimasu. Warte, was? Was? Wir sind hier falsch. すいません。 Was habe ich mir jetzt hier wieder reingeritten? どうぞ. Kanpai. はい、どうぞ. そうだな。ああ。
so. Okay, da schon, es geht ewig jetzt so weiter. Wie kann das? Yoroshiku ne? Mikas Business Card. Super. Asumoto, kiyotsukete kudasai. Irgendwas sagt mir, das war die falsche Bar. Also gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Mal bei Yakuza 3 und ciao.